Wir alle stellen uns hin und wieder schöne oder weniger schöne Dinge vor und hängen unseren Gedanken nach. Doch wir haben kein Problem damit, wieder in die Realität und den Alltag zurückzukehren. Für manche Menschen werden die Tagträume jedoch zur Wirklichkeit. Einige nehmen Dinge wahr, die andere Menschen nicht wahrnehmen. Sie hören Stimmen, sehen Dinge oder spüren Berührungen. Die meisten sehen sich als Mittelpunkt aller Dinge und beziehen alles auf sich. Oft fühlen sie sich ohne ersichtlichen Grund verfolgt. Wenn das passiert, kann es sich um eine Psychose handeln. Betroffene schaffen sich eine ganz eigene Realität, die für Freunde, Familie oder Kollegen nicht nachvollziehbar ist. Für die Umwelt wirkt das Verhalten verrückt. Das macht auf beiden Seiten Angst und führt zu Missverständnissen. Ein Teufelskreis beginnt. Eine frühzeitige Untersuchung bringt jedoch die besten Behandlungsaussichten mit sich. Ambulant, in einer Tagesklinik oder stationär. Medikamente können den Teufelskreis durchbrechen und das Denken neu ordnen. Eine begleitende Psychotherapie kann helfen, Stimmung sowie Denken und Verhalten wieder in die eigene Kontrolle zu bringen. Psychische Krankheiten entwickeln sich oft schleichend. Doch je früher eine Therapie einsetzt, desto schneller sind Erfolge spürbar. Bei Symptomen bei sich selbst oder Angehörigen wenden Sie sich an einen Arzt. Bezirkskliniken Mittelfranken. Wo ist die Grenze.de